So, liebe Leute, ne? Heute ist der Montag. Was haben wir heute? Mario, heute ist der 29. Ne? Meine ich. So, ich bin auf dem Stand von Dynavin. Ne? Diese, unter der Woche sind wir nicht ganz so dick mit Personal hier. Ne? Da bin ich hier, da ist der Mario hier. Draußen ist der Cengiz auf dem Freigelände. Ne? Ihr seht Dynavin. So, hier bin ich. Ein fähiger Mitarbeiter von Dynavin ist auch hier. Hallöchen, Andi, grüß dich. Das ist der Mario. Moin, Mario. Grüße euch alle zusammen. Hi. Hi, Tag auch. Du, mal kurze Rede, langer Sinn. Dynavin, da sehen wir uns ja jedes Jahr hier in Düsseldorf. Das ist schon jetzt mein zweites Jahr mit dir, ganz genau. Ja, wir haben jede Menge Spaß zusammen. Wir lachen, ne? Viel, trinken ja ab und an mal ein Döschen Red Bull. Das auch. Ne? Und dann quillt jede Menge Spaß aus uns heraus. Und ja, da wollen wir doch einfach mal die Zuschauer teilnehmen lassen. Gerne. Dynavin, wir sind ja, du bist jetzt dieses Jahr das zweite Mal hier in Düsseldorf. Genau. Ich habe jetzt mal so geschickt, ne? Die Kamera halte ich jetzt natürlich, damit du auch auf dem Bild nicht zu klein und nicht zu... Aber wir sehen im Hintergrund schon wieder was Neues. Ich sehe da was mit 2022. Ja, ganz genau. Also bei euch... ein bisschen auf ja dem Bild, dann sieht man das vielleicht noch ein bisschen besser. Ja. Das ist nämlich unser neues Gerät, unser neues Schmuckstück. Ja. Was es jetzt ab November, Dezember diesen Jahres schon... Also drehen sich bei Dynavin die Räder auch wieder weiter, kein Stillstand? Kein Stillstand, immer weiter nach vorne, immer weiter entwickeln, immer gucken, nicht stehen bleiben, wer rastet, der rostet. Man sieht ja auch schon, wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt, ich sage jetzt mal hier oben, das ist jetzt erstmal das Bild, wie es dann im Cockpit aussieht. Genau. Ne, ich zeige euch nochmal in Anführungsstrichen einen Ausschnitt, wie der alte Ducato aussieht. Ja, also ihr seht schon, frappierende Änderungen an den Lüftungsgittern. Ich sehe da ein richtig smartes Klimabedienteil. Ja, da musste dann also doch mal was Neues erfunden werden, in Anführungsstrichen. Ja, also wie gesagt, wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren aus, sondern wie gesagt, gehen dann immer noch mal ein bisschen weiter. Ja. Das Gerät, wie gesagt, in eigener Entwicklung wird es ab November, Dezember diesen Jahres zur Verfügung geben. Ja. Besonderheit ist, dass es das Ganze für den neuen Ducato gibt, also die Serie 8, ja, aber auch in Anführungsstrichen für den alten Ducato. Ist rückwärtskompatibel? Ist rückwärtskompatibel, ja. Also auch für beide Cannabis-Arten, weil ich habe ja auch gehört jetzt, ne, die Vögel zwitschern es ja schon laut von den Bäumen. Ja. Der neue Ducato hat nicht nur ein paar neue Formen, ein paar neue Teile bekommen, er hat auch einen neuen Cannabis bekommen. Ganz genau. Also den Datenbus des Fahrzeuges für unsere Zuschauer, die sich in Fahrzeugtechnik vielleicht nicht ganz so genau auskennen. Das heißt, auch da musstet ihr ja quasi nochmal wieder von vorne anfangen. Und das funktioniert dann trotz bei einem Ducato 7 und beim Ducato 8. Und ihr könnt mit beiden Cannabussen kommunizieren, ganz sodass genau ich sagen kann, ich kann es da einbauen. Das heißt also auch der Kunde, der jetzt noch einen alten, sagen wir beide mal in Anführungsstrichen, Ducato hat, ja, der zieht mit dem neuen Gerät einfach in den neuen Ducato um. Ganz genau. Super. Was Vorteil ist denn an der ganzen Geschichte ist, ergänzt sich nochmal das Ganze, also die Campus-Geschichte, da haben wir uns was überlegt. Ja. Und haben das auch technisch gemeistert, sodass beide oder das Gerät in beide Fahrzeuge eingebaut werden kann. Prima. Und in jedem Lieferumfang wird es so sein, dass ein Einbaukit, also der jeweilige Einbausatz für alt oder neu mit dabei ist. Also das heißt, wenn ich dann in einem Jahr oder in zwei Jahren einfach mal den Hack kriege und sage, ich möchte mich wohnmobiltechnisch verändern, ganz weil ich genau was Größeres, was Kleineres möchte und dann automatisch bei der 8er Ducato-Basis lande, richtig, ja, mit meinem Dynavin-Händler oder mit Dynavin direkt Kontakt aufnehme und sage, hör mal, das Gerät habe ich ja schon, schickt mir doch mal bitte den Kit, damit ich das Gerät in meinen neuen 8er Ducato umziehen kann. So eine ganz Möglichkeit genau besteht. Das ist ja auch eine gewisse Form von Nachhaltigkeit. Eine gewisse Form von Nachhaltigkeit und eine gewisse Form von Service, dass man einfach sagt, in unserem Paket ist tutto completi, sage ich mal, alles mit dabei. Ja. Und dann, man kennt es halt oft, man muss dann, es geht das Telefonieren erst los, wenn man das Paket aufmacht. Ja. Und das wollten wir halt eben vermeiden, wo wir einfach sagen, du, pass auf, lieber Kunde, alles ist dabei, wunschlos glücklich Paket und man braucht nicht hinterher telefonieren, wo ist denn meine passende Blende oder das Einbaukit. Ja. Da haben wir an alles gedacht. Das Display 10,1 Zoll, wir haben es da vorne als Bild, aber wir haben es ja auch mal hier. Genau. Ne? Ihr seid jetzt auch mit die Ersten weltweit, die sehen. So, guckt mal Leute, da ist was Silbernes. Was ist das Silberne? Was wurde von euch viel angefragt? Wo habt ihr gesagt, na, wenn es das hätte, wäre es richtig rund? Ja, was ist das Runde? Das Runde ist ein... Das Runde, man mag es gar nicht glauben, ein Drehknopf. Ein Drehknopf. Ein Drehknopf für die Lautstärke.
Ist persönlich auch meine Meinung, wenn man alles nur mit, ich sage jetzt mal, Sensoren oder Touch-Display hat, im Auto oder im Wohnmobil wird es halt mal ein bisschen unruhig. Ja. Und da dann den Plus-Knopf oder den Minus-Knopf zu treffen, kann durchaus mal schwierig Außerdem sein. Sollte die Nase ja auch auf der Straße bleiben. Ganz nicht? Genau, und du sollst nicht die ganze Zeit da reinstehen. Aber auch da habt ihr wieder auf Kundenwünsche gehört. Ja. Also, ist ja, ne? Also jetzt nichts dagegen. Ne? Ich gehe nochmal hier mit euch zum Alten. Ich sage ganz bewusst Alten in Anführungsstrichen. Ne, da waren es Plus- und Minus-Tasten. Da ließ sich auch kein Lautstärke-Regler als Knopf mehr integrieren. Die Tasten lassen sich gut treffen, lassen sich gut bedienen. Aber an euch ist ja auch der Wunsch, nicht alle Leute haben im Ducato eine Lenkrad-Fernbedienung. Ganz genau. Und deswegen ist an euch auch der Wunsch herangetragen worden, wir machen es mit dem Drehregler. Ganz genau. Den haben wir, wie gesagt, mit dem neuen Gerät bewerkstelligt. Wird es so geben und auch nicht anders. Und für meine Begriffe auch an einer vernünftigen Position, nicht irgendwo asymmetrisch oder ja, links oder rechts am Bildschirm, ziemlich in der Mitte, sodass man, wie gesagt, den gut greifen kann und auch sieht. Und ich meine, es macht auch optisch was her. So, den Preis seht ihr auch schon mal, da wird auch nicht mehr groß rumgefeilt, den seht ihr hier. Und jetzt gleich in Teil 2 erzählen wir euch noch zwei, drei andere Sachen zum neuen Gerät. Danke.